Auf dem Messestand von VW herrscht Gedränge, denn hier wird der ID.Buzz Cargo vorgestellt. Ein vollelektrischer Lieferwagen, der Auslieferung und Handwerk vor allem in Großstädten unterstützen soll. Wenn man sich die meisten Elektrofahrzeuge anschaut, die heutzutage erfolgreich sind, zum Beispiel Tesla, dann sprechen wir von einem jährlichen Durchschnittsgehalt von 400.000 US-Dollar und die meisten Kunden haben 4 Fahrzeuge in der Einfahrt. Das ist in Ordnung, ich hätte auch gern 4 Autos in meiner Einfahrt. Aber ich denke, die Möglichkeit, die sich hier auftut, die wir jetzt nutzen wollen, ist, das Ganze für einen deutlich größeren Markt zu öffnen. Wir sprechen dann nicht mehr von 80.000 oder 85.000 Dollar Autos, sondern von 30.000 bis 40.000. Das ist die Idee dahinter. Ich denke, Volkswagen hat die Glaubwürdigkeit, um so etwas zu liefern. Wenn man hier in Amerika zurückschaut auf den Original Beetle, auf den Golf, wenn man auf die urbane Umgebung achtet, dann ist VW oftmals die Marke, in der die Leute fahren gelernt haben. Und das Ganze nun elektrisch zu erreichen, ist eine umgestaltende Möglichkeit. Der Elektrotransporter basiert auf dem modularen Elektrifizierungsbaukasten, der je nach Fahrzeug zwischen 300 und über 500 Kilometer Reichweite nach WLTP realisieren kann. Mit knapp 800 Kilogramm Zuladung bietet der Cargo-Bus attraktive Werte. Die Messe hier ist wichtig, weil LA ein Markt ist, der viele Trends vorgibt. Es ist außerdem der größte Automarkt in Amerika. Wenn man sich Elektrifizierung im Speziellen anschaut, ist das die treibende Kraft dahinter, speziell der Staat Kalifornien. Und schlussendlich ist die Messe gleichermaßen eine Presseveranstaltung, aber eben auch eine Kundenveranstaltung. Die Käufer kommen hierher, die Verkäufer kommen hierher, alle lieben die Messe. Lange bevor der Bus auf die Straßen kommt, wird dieses Cargo-E-Bike erhältlich sein. Es soll die sogenannte Last-Mile-Delivery erleichtern, sprich die Endlieferung zum Kunden. 2019 kommt es auf den Markt.